Zu den 5 Personen, die im Zusammenhang mit dem Tod des Schauspielers Matthew Perry durch eine Überdosis verhaftet wurden, gehören ein ortsansässiger Arzt, Perrys Haushaltshilfe und Eric Fleming, ein ehemaliger Hollywood-Regisseur, der zum Mittelsmann in einem tödlichen Ketaminvertriebssystem wurde. Das Justizministerium hat den 54-jährigen Fleming als zentrale Figur in dem Drogengeschäft dargestellt, der die Verkäufe zwischen Perrys Assistentin und Jasveen Sangha, der sogenannten Ketaminkönigin, koordinierte. Aus Gerichtsdokumenten geht hervor, dass Fleming nur 4 Tage vor Perrys tragischem Tod am 28. Oktober 2023 die Lieferung von 50 Ampullen Ketamin an Perrys Wohnsitz organisierte. Fleming, der 1999 bei dem Film »Mein Bruder, das Schwein« mit Scarlett Johansson und Eva Mendes in den Hauptrollen Regie führte, bekannte sich am 8. August der Verschwörung zum Vertrieb von Ketamin und des Vertriebs mit Todesfolge schuldig. Ihm drohen nun bis zu 25 Jahre Haft in einem Bundesgefängnis. Fleming ist eng mit Hollywood verbunden. Er produzierte die erste Staffel von The Surreal Life und leitete gemeinsam mit Sydney Holland, einer ehemaligen Freundin des Medienmoguls Sumner Redstone, die Produktionsfirma Rich Hippie. Trotz großer Ambition kämpfte Rich Hippie damit, bedeutende Projekte zu produzieren, wobei ihr bemerkenswertester Film nur eine begrenzte Veröffentlichung erhielt. Die Ermittlungen zu Perrys Tod dauern an und bringen Licht in die dunkle Seite der Drogenkultur Hollywoods.